Drei Göttinnen erschaffen die Erde, hinterlassen Dreieck im Himmel. Danach haben sie ihre Aufgabe der Göttin Hylia anvertraut. Sie sollte das Land vom Bösen beschützen, klappt nicht ganz. Hylianer im Himmel, Böses wird verbannt. Hylia zieht sich zurück und wird als Zelda wiedergeboren. Erster Link chillt mit Zelda. Zelda wird von Ghirahim entführt. Link zum Helden erwählt. Hype voll. Drei heilige Flammen plus Hylia bzw. Zelda ergeben das Masterschwert. Triforce und Wolkenhort gefunden. Verbannter kommt dreimal und geht einmal. Hier und da gibt's mal eine Zeitreise. Ghirahim ist ein Schwert und Todbringer kommt. Fluch wurde ausgesprochen. Wird besiegt. Ach und Schaubfei. Jahre später haben sich die Menschen auf der Oberfläche angesiedelt. Link, Enkel eines Schmieds, ist bei der Zeremonie mit Zelda. Dunkler Magier, der aussieht wie Link, zerstört Schwert der Minish. Zelda wird zu Stein, Link geht auf Reise, findet Ezzelo, wird klein, findet Minish, sammelt vier Fragmente und kreiert das Schwert der Vier. Fatih wird besiegt, Zelda ist wieder back. Four Swords juckt keinen. Neuer Held wächst im Dorf der Kokiris auf. Nervensäge kommt und schickt Link zum Dekobaum. Drei heilige Steine, Zelda flüchtet, Ganon verfolgt sie, Link kriegt die Ocarina der Zeit. Tor öffnet sich, Masterschwert wird gezogen. Ganon schafft es dadurch, das Heilige Reich zu betreten und das Triforce in ihre Teile aufzuspalten. Link wird 7 Jahre in die Zukunft geschickt, damit er bereit für den Kampf ist. Fünf Weisen müssen gerettet werden. Mit fünf Weisen stellt er sich Ganon. Kampf beginnt. Ganon verliert Verstand. Bestie kommt und wird verbannt. Link stirbt, lebt und wird in die Vergangenheit geschickt. Mit was fange ich eigentlich an? Link wird schlafen geschickt. Weisen schaffen es doch, Ganon zu verbannen. Ganon verwandelt Heiliges Reich in dunkle Welt, aber ist verbannt. Als Agedim versucht er auf der normalen Welt die Nachfahren zu versiegeln, was klappt. Links Onkel denkt auch, er wäre Main Character. Wird schlafen geschickt, Link rettet Zelda. Findet drei Amulette, findet das Masterschwert. Nein, nicht das. Dunkle Welt und alle Maiden werden gerettet. Agedim fällt, Ganon erscheint, wird besiegt. Selber Held befindet sich gleichzeitig in zwei Welten, eine mit Dino und eine mit Nairo. Link soll sein Schicksal annehmen. Bei der Welt der Jahreszeiten tut General der Finsternis Onyx die Tänzerin Dino entführen. Link geht zum Makobaum, soll mit Hilfe des Stabs der Jahreszeiten Essenzen der Natur finden, um Onyx aufzuhalten. Auf zu Onyx Schloss. Kampf gegen Onyx. Onyx wird zum Drachen, wird besiegt, Dean gerettet. Bei der Welt mit der Zeit, Veran entführt die singende Nairu. Link geht zu Makobaum. Soll mit Hilfe der Zeitreise die Essenzen der Zeit finden. Tut er auch. Schwarzer Turm. Kampf gegen Veran. Boom. Kaputt. Beide Momente vereint ergeben das geheime Ende. Veran und Onyx lassen zwei Flammen auflodern. Twin Rover Hexen wollen Zelda entführen, um Ganon zu beschwören. Makobaum bringt uns zur Zeremoniehalle. Kampf gegen Twin Rover. Ganon wird beschworen und wieder zurückgeschickt. Selber Held verschwindet mit dem Schiff, gerät in Sturm. Blitz. Wacht auf einer Insel mit einem riesigen Ei auf. Findet ein nettes Mädchen namens Marin. Beide mögen sich. Link muss 8 Instrumente finden, um den Windfisch im Ei zu wecken. Er schafft es und kommt ins Innere des Eis. Link kämpft gegen Nightmare. Nightmare wird besiegt. Link wacht auf einmal mitten auf dem Meer auf. Die Insel als auch Marin waren nur ein Traum. Zurück in Hyrule. Jahre später wird neuer Held geboren. Er muss zu seiner Arbeit als Schmied. Muss Schwert zum Hauptmann bringen. Hauptmann nicht da. Hauptmann in Kapelle. Yuga kommt, besiegt alle, will Weisen entführen. Lässt Link am Leben. Ravio bringt Link zurück. Link geht zum Schloss zu Zelda. Auf zu Sehasrala. Link muss 3 Amulette finden, um das Masterschwert zu kriegen. Erstes Treffen mit Yuga. Link wird zum Gemälde. Schloss verzaubert. Link findet alle 3 Amulette. Masterschwert in seiner Hand. Kampf gegen Yuga. Ab durch den Riss. Ganon ist zurück. Fusioniert sich mit Yuga. Hilda zeigt sich. Ab nach Lorule. Weisen retten. Hilda böse. Yuga. Ganon wird besiegt. Fusioniert sich mit Hilda. Absolut kranker Mutanten. Ganon wird auch besiegt. Zelda ist gerettet. Lorule auch. Selber Link. Nächstes Abenteuer. Welt voller Kleider. Neu. Wobei ich glaube, ich lasse es einfach mit Triforce Heroes. Neues Hyrule. Neuer Held. Held findet Schwert in einer Höhle. Random Dungeons erledigen. Triforce Teile sammeln. Ganon Zelda gerettet. Ende. Direkt danach mit demselben Link fällt Zelda in einen tiefen Schlaf. Link muss Kristall im Palast aufbringen. Schwere Bosse. Am Ende Prüfung gegen seinen eigenen Schatten. Schwerer Sieg. Ende. Zurück zum Helden der Zeit. Er hat doch gesiegt. Wird aber in der Zeit zurückgeschickt. Alles ist ungeschehen gemacht worden. Navi verlässt Link. Er macht sich auf die Suche nach Navi. Horror Kid überfällt ihn. Link ist in Terminal als Deko. Mond kracht bald auf die Erde. Nur 3 Tage Zeit. 4 Titanen müssen befreit werden. Tod, Einsamkeit, Leere und Trauer überwältigen den Helden. Mond wird aufgehalten. Im Mond drinnen wollen Kinder Spiele spielen. Am Ende gibt es ein 1 gegen 1. Link gegen Majora. Schaumaske. Link wird Jahre später zum Stahlfußritter, da er in den verlorenen Wäldern gestorben sein muss. Weitere Jahre später gibt es neuen Held. Lange Anfang. Link betritt die düstere Welt. Wird zum Werwolf. Midna hilft ihm. Er kriegt sein Heldengewand. 3 Schattenkristalle müssen gesammelt werden. Xanto ist böse. Midna krank. Zelda mysteriös. Link findet Masterschwert. Geil. Xanto will Ganon zurückholen. Er wurde hingerichtet. Doch nicht. Tötet Weisen. Wird in Schattenreich verbannt. Schattenspiegel ist kaputt. Link muss Scherben sammeln. Betretet Schattenreich. Kampf gegen Xanto. Ganon frei. Zelda in Gefahr. Alles düster. Kampf gegen Ganon. Midna stirbt. Ehrenlos. Gigantisch. Angsteinflößend. Unbrutal. Bis Ganon geaced wird. Midna hot. Alle gehen Frieden. Beste. Neuer Held. Wieder etwas mit 4 Links. Fatih sperrt Maiden in Kristallein. Link zieht Schwert der 4. Weshalb er nun aus 4 Links besteht. Level schaffen. Fatih Kampf. Fatih weg. Auch Ganon kommt, aber geht wieder. Ende. Während Held der Zeit in die Vergangenheit geschickt wurde, blieb Zelda in der aktuellen Zeitlinie. 3. Zeitlinie. Kein Held. Ganon ist zurückgekehrt. Keine Chance. Deshalb wird Königreich geflutet. Neuer Held erwacht. Schwester wird entführt. Er geht mit Piraten mit. Verkackt ist, seine Schwester zu retten. 3 Perlen müssen gefunden werden, ohne die Göttin in den Schatten eingesetzt werden. Turm erscheint. Link schafft die Prüfung. Geht ins Meer unter. Entdeckt Hyrule. Findet Masterschwert ohne Kraft. Geht zurück zur Schwester. Kämpft gegen Vogel. Trifft Ganon. Tetra kommt dazu. Beide verkacken. Oni retten die. Zurück in Hyrule. Tetra ist Zelda. Roter Goloin-König ist König von Hyrule. Link muss 2 Weisen finden, um Masterschwert seine volle Kraft zurückzugeben. Volle Kraft zurück. Kampf gegen Puppe. Kampf gegen Ganon. Ganon wird besiegt. Königreich endgültig geflutet. Tschüss. Link und Tetris Bande sind unterwegs. Geisterschiff kommt. Tetris geht drauf. Link springt hinterher. Fällt und wacht auf einer Insel auf. Ciela zeigt ihm den Weg. Link muss zum Tempel des Meereskönigs. Findet Lineback. Mit Schiff geht es Richtung Tempel. Danach Tempel des Meereskönigs. Wieder Dungeon. Wieder Tempel des Meereskönigs. Wieder Dungeon. Findet Geschwister von Ciela. Sie chillen auf Geisterschiff. Link muss Erze finden. Tempel des Meereskönigs. Dungeon. Erstes Erz. Nächster Dungeon. 2. Erz. Tempel des Meereskönigs. Letzter Dungeon. 3. Erz. Phantomschwert. Tempel des Meereskönigs. Kampf gegen Bellamo. Kampf gegen Schiff. Und Kampf gegen Lineback. Lineback wünscht sich was. Alles war nur ein Traum. Irgendwie. 100 Jahre später neues Land entdeckt. Held wacht auf. Muss Zugprüfung machen. Easy. Wird zum Lokführer gekrönt. Zeldas Körper wird gestohlen. Turm wird geteilt. Link trifft Lokomor. Steintafel für Schienen. Dungeon. Turm. Steintafel. Dungeon. Turm. Steintafel. Dungeon. Turm. Steintafel. Dungeon. Spitze des Turms.
Turms. Kampf gegen Gigachad. Gigachad wird verraten. Dämonenkönig ist zurückgekehrt. Nick muss Lichtbogen samt Tempel finden. Lichtbogen, Lokomo-Schwert, Portal zum Dämonenreich. Deutsche Bahn wird besiegt. Kampf gegen Fake Ganon. Zelda kriegt ihren Körper wieder. Deadlock geht von uns. Fake Ganon besiegt. Lokomo und Deadlock gehen hinfort. Ende. Irgendwann nach allen Zelda-Spielen erwacht ein Held aus einem 100-jährigen Schlaf. Seele des Königs erzählt, dass sie vor 100 Jahren gegen Ganon gekämpft haben, aber verkackten. Impa erzählt, dass Ganon vor 10.000 Jahren mal verbannt wurde, aber zurückgekehrt ist und nun regiert. Er erlöst die vier Recken aus den vier Titanen. Kampf gegen Spinnen, Ganon Recken helfen. Kampf gegen Wildschwein, Zelda kommt heraus und löscht ihn aus. Direkt danach ist Hyrule dabei unterzugehen. Komische Kreatur ist in einer Höhle. Zelda fällt runter, Link will ihr helfen, wird aber von einem Arm gerettet. Besitzt außergewöhnliche Kräfte, fliegende Insel, neuer Gegner, alles neu, hier neu, dort neu, aber kein Plan, wie es weitergeht. Kommt ruhig auf meinen Discord-Server.